Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Cannabis und Aggressivität. Also, es gab ja jetzt vor kurzem mal im Internet so einen Artikel, da haben irgendwelche Forscher wohl rausgefunden, dass Cannabis sehr wohl aggressiv machen kann. Ich sag ja, Cannabis kann sehr wohl aggressiv machen. Mir ist es mal passiert, obwohl ich eigentlich war es nicht wirklich Aggression, nur ganz kurzer Flash. Wenn man gerade anfängt mit Cannabis, das noch nicht so gewohnt ist oder hasch, und einer fuchtelt einem vor die Augen rum, macht man so, Stress, dann nervt es total. Ja, man kann immer nichts mehr sehen, weil die Augen immer so machen, man kann das nicht beeinflussen und dann ist das tatsächlich nerviger Stress. Und deshalb damals die Gina ist die, immer wieder gemacht bei mir. Und ich habe damals gesagt, hör auf. Und sie hat nicht aufgehört. Dann bin ich so ausgerastet, dass ich sie am Hals gepackt habe, weggedrückt, rausgemacht und beinahe durchgezogen hätte. Aber nur ganz kurz. Dann war ich sofort klar im Kopf, was ich da gerade mache, und habe wieder aufgehört. Aber es beweist, dass man sehr wohl aggressiv sein kann. Am ehesten aber wird man aggressiv, wenn man ein Süchtiger ist, wenn man abhängig geworden ist, wenn man sich das so chronisch konsumiert, sage ich jetzt einmal, also richtig viel, und downed ist, wenn man es dann wegnimmt und die Person einfach nichts mehr hat, dann wird es eher wohl aggressiv und sauer und schnell aufbrausend. Aber es ist nicht zu vergleichen mit den Leuten, die auf Alkohol aggressiv werden. Die haben sie ja nicht mehr im Griff. Die haben ja keine Hemmschwelle mehr. Die ziehen ja dann auch wirklich durch und hören nicht mehr auf und können das auch gar nicht mehr steuern und nichts. Und Kanasseure können schon. Ja. Auf jeden Fall. Man kann sich auch einmal in Rage reden oder auch mal so richtig wütend sein und schimpfen. Gerade über Politiker, wenn sie mal wieder Mist erzählen, wenn sie wieder lügen ohne Ende. Wenn sie wieder Sachen behaupten, die gar nicht wahr sind, mit aller Inbrunst, gerade von der CDU kommt es gerne, ja, wenn sie über Cannabis schimpfen oder irgendeinen Scheiß behaupten, oder von der AfD auch, wenn sie so Hanebüchen in den Scheißdreck behaupten, wie Cannabis führt zu Crystal Meth, das hat überhaupt gar keine, kann gar nicht, weißt. Und weil sie den Schluss ziehen, wenn sie jemanden mit Crystal erwischen, hat der auch Hasch dabei, also muss das zusammenhängen. Die haben doch einen Schuss, Nick. Merkst du gerade, wie mich schon aufregt? Mhm. Genau das meine ich. In Rage reden, aufregen, wir können sehr laut werden. Manche, die hauen auch zu. Ja. Gerade die andere abziehen, sind doch auch aggressiv. Selbstverständlich gibt es das da auch. Wir sind nicht so, wie sie mal alle gemeint haben, Friede, Freude, Eierkuchen, Peace. Nein. Diese Hippie-Ding-Nummer-Kultur. Das ist, weil die Hippie-Kultur so ist. Da war das Cannabis bloß obendrauf, on top. Aber weil die Leute Peace sind oder waren, deswegen dachte man, das gehört so irgendwie zusammen. Ja. Das ist genau das Gleiche wie Jim Morrison, The Doors, nichts mit Heroin zu tun haben. Jim Morrison war ein Alkoholiker. Und der Mann hat gekifft ab und zu mal in Trips genommen und so weiter. Und gekokst hat er auch. Aber Heroin hat er verabscheut. Er ist zwar an einer Überdosis gestorben, aber ein Unfall war. Ja. Das sind einfach nur falsche Schlüsse. Ganz einfach. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir Menschen neigen dazu. Wir möchten das gerne. Wir sind neugierig. Wir probieren gerne Sachen aus. Wir feiern gerne. Das sind die Gründe, warum dass wir Substanzen konsumieren. Wie übrigens Tiere auch. Es gibt Vögel, die sich berauschen. Es gibt Elefanten, die sich berauschen. Sogar Raubtiere wie Löwen, ne? Fressen vergorenes Obst, um sich zu berauschen. Delfine nehmen, einen Kugelfisch, um sich daran zu berauschen. Das ist nichts Neues. Nur christliche Fundamentalisten haben da ein Problem damit. Die Sachen erleuchten nämlich ein bisschen. Die machen nämlich Sachen klar. Ne? Man denkt anders über Dinge. Und ich glaube, das sind so auch mit die Gründe, warum es wirklich
nicht so gern gemocht oder gesehen wird von dieser Seite. Warum er weiter beim Alkohol bleiben soll. Das sind stillstehende Menschen, die wollen Stillstand. Die wollen keinen echten Fortschritt und vielleicht gar keine Entwicklung. Aber das könnte aber sein, dass man da eine Entwicklung durchmacht. Also ich bin da mal ganz sicher, dass Leute, die Cannabis konsumieren, ganz anders denken als Menschen, die keinen konsumieren oder noch nie konsumiert haben. Bei denen einfach dieses Aha-Erlebnis fehlt. Das Aha-Erlebnis reicht aber schon aus, damit man mal seinen Gedanken in eine andere Richtung denkt. Das heißt nicht, dass man immer die besseren Ideen hätte, aber sehr wohl kann man es von einer anderen Sichtweise sehen. Man darf bloß nicht dauernd stoned sein. Ist man dauernd stoned, dann kann es schon mal sein, dass man sich auch mal mit seinen Gedanken irgendwohin verrennt und Dinge für Tatsachen hält, die man nur glaubt und die gar nicht echt sind. Da kenne ich einige Kandidaten. Ja, die reden sich Dinge ein, die einfach nur Hanebüchen sind, aber die glauben ganz fest daran. Da kannst du sagen, was du willst. Die haben für alles eine Erklärung. Ja. Tja, Leute. Das war's für heute.